Das ist wohl mehr eine Kommunikationsstörung. Ich glaube, das hat was mit dem Geschlecht zu tun. Ach. Das ist der alte Hass der Geschlechter. Das ist es, wenn ich zu Hause meinen Mann so sitzen sehe. Ich will damit nur sagen, dass eine gewisse Abneigung zwischen Frauen und Männern durchaus natürlich ist. So ist es. Wenn man von der Fortpflanzung mal absieht. So ist es. Das ist ein anderes Thema. Die Fortpflanzung ist ein ganz anderes Thema. Mein Mann hat ja auch immer was. Männer haben immer irgendwas. Immer hat er irgendwas. Frauen und Männer sind im Grunde Gegner, die nur in einem Punkt... Eigentlich sollte man gar nicht heiraten. Richtig. Man sollte lieber versuchen, die Gegensätze der Geschlechter auszugleichen. Männer hören ja gar nicht hin, wenn man irgendwas sagt. Verkleinert werden viele...